Ja, ich bin Katja Weber von D-Radio Wissen. Ach ja. Diese Ausstrahlung hier, oder das ist ja noch keine Ausstrahlung, diese Diskussionsrunde hier wird eine Sendung, nämlich ein Hörsaal. Die Faustformel, die ich nachher noch mal abfrage, ist: Wann ist der digitale Salon? Ja, immer am letzten Mittwoch des Monats. Wann wird der Salon ein Hörsaal? Am dritten Sonntag des Folgemonats. So einfach ist das bei uns. Und ich kann noch ein paar andere Präliminarien sagen. Wir werden gestreamt auf hig.de. Wer will und möchte, kann mit twittern unter Hashtag Dicksal. Wir freuen uns. Lydia Meyer ist die Redakteurin und die dann eure Bälle freundlicherweise hier reinspielt. Wir sind natürlich auch gespannt zu hören, was ihr an Erfahrungen und Überlegungen mitgebracht habt. Und dann kann ich auch euch noch eine Info geben, damit ihr diese Veranstaltung gebührend genießen könnt. Es ist eine Derniere, also zumindest in diesen Räumlichkeiten. Schnüff. Wir ziehen um demnächst und damit habe ich jetzt auch schon einen gewaltigen Cliffhanger gebaut zum Ende dieser Diskussionsrunde. So viel mal an Kleingedrucktem vorneweg. Jetzt aber rein in mein Haus, dein Auto, unser Boot. So ist die Runde überschrieben. Wir wollen heute über das nennen, was wir Sharing Economy nehmen oder wenn wir Buchstaben sparen wollen, Share Economy. Also das netzgestützte Teilen, den netzgestützten Austausch von Gütern, Krimskrams oder Dienstleistungen. Dazu haben wir vier Fachleute gefunden, nämlich Astrid Meyer, war Redakteurin für den Unternehmensteil der Financial Times Deutschland, ist seit 2008 und für das Manager-Magazin unterwegs mit Blick auf die Bereiche IT und Telekommunikation und wusste in dieser Funktion nicht immer nur Rühmliches zu berichten über Uber. Was man über Andreas Knie neben ihr mit Sicherheit sagen kann, ist, dass er wohl ein gutes Zeitmanagement hat. Das muss ich vermuten, wenn ich mir angucke, dass du Politikwissenschaftler bist am Wissenschaftszentrum Berlin, Hochschullehrer an der Technischen Universität. Und wenn ihr euch jemals ein Leihfahrrad geliehen habt oder ein Leihauto von der Deutschen Bahn, hattet ihr auch irgendwie mit ihm zu tun. Denn seit 2001 verantwortest du den Bereich intermodale Angebote der Deutschen Bahn AG. Und ist zudem, weil das noch nicht reicht, seit 2006 geschäftsführend unterwegs für das Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel. Also diese Visitenkarte würde ich gern mal sehen. Und, und dieses Innovationszentrum wird betrieben von mehreren großen Playern wie der Bahn, Siemens und andere. So, Christian Frese steht heute, glaube ich, so ein bisschen im Rampenlicht des Geschehens, ist ein potenzieller Interviewpartner auf jeden Fall für Astrid Meyer. Seit Anfang des Jahres nehme ich managst du Uber in Berlin, wobei dir und euch nicht immer Palmwedel vor die Füße gelegt werden. Geteilte Mobilität, geteilte Ökonomie, das waren aber auch schon deine Fachbereiche im Leben vor Uber. Da warst du Unternehmensberater bei Roland Berger für genau eben jene Bereiche, ne? Yes. Und Thomas Dönnebrink organisiert sowas wie den Dachverband des Teilens, wenn das nicht viel zu oll und muffelig ist, mit sowas wie Dachverband zu kommen. WeShare heißt die Organisation, die du vertrittst und die Interessen, ich glaube, ganz verschiedener Sharing-Angebote vernetzt und promotet in Wort und Tat, auf Messen, in Vorträgen, Artikeln. Und zu diesen Bereichen berätst du auch. Ja, und wenn man dann fragt, zu welchen Bereichen denn, dann hat man wieder so eine Wortkaskade: Co-Konsum, partizipative Ökonomie, offene Kollaboration, WeShare. Gut, wir haben also ein Problem mit Worten. Dann fangen wir mal mit einem einfachen Verb an. Was meinst du denn, wenn du Thomas teilen sagst? Teilen, ja. Also teilen geht im Deutschen sowieso erstmal ganz schwierig, weil teilen ist ja auch das von der Semantik mit auch zerteilen drin. Das passt im, das englische Wort share hat natürlich genau das Gegenteil, drückt es praktisch aus. Das ist schon mal, eigentlich im Deutschen funktioniert das nicht so gut, deswegen haben wir auch keine Teilwirtschaft oder sowas, die wir dann übersetzen. Wir nehmen dann auch wirklich die englischen Begriffe momentan, share, oder wir sprechen immer von collaborative economy, weil aber wir das weitersehen. Ist sharing nicht auch ein Aufteilen? Ja, jetzt rein von der Semantik, vom Wort her. Teilen ist halt, ich mache aus einer Sache zwei und sharing ist manchmal genutzt, etwas zusammen. Mhm. Also das ist irgendwie eine andere Semantik. Mhm. Okay, können wir teilen mit leihen präziser beschreiben, wenn wir im deutschen Sprachraum bleiben wollen?
Also für uns ist diese, deswegen nennen wir es auch ganz gerne Collaborative Economy, auch weil es ein bisschen weiter ist, weil es kann viele Austauschformen umfassen. Es kann halt, wie gesagt, das Kauf wiederverkaufen, das normale Kaufen nicht, sonst wäre es ja das, was es immer schon gab. Das Wiederverkaufen sein, es kann das Vermieten sein, es kann das Leihen sein, es kann das Verschenken sein, es kann halt auch das Teilen, das sequentielle Teilen, das gemeinsame Teilen und so weiter. Also es gibt halt viele Formen und das ist auch in einer gewisser Weise deswegen so eine Renaissance, die wieder auch auftaucht, wo es halt nicht um den einfachen Kauf und Abverkauf und Wegschmeißen von Gütern geht. Okay, ich glaube, damit wäre ein Riesenproblemfeld und Quelle von Verdruss für den heutigen Abend schon definiert. Wir haben ein Definitionsproblem, beziehungsweise wir müssen immer ganz lange Sätze formulieren, um zu sagen, was wir meinen und was wir nicht meinen. Wir hatten vorhin schon mal kurz gesprochen, du hast gesagt, oh, komm bloß nicht mit der ollen Bohrmaschine. Wir hatten sie jetzt schon im Präludium. Ich muss sagen, ich habe sie auch noch mal auf dem Zettel. Ich habe mir verleihen.de angeguckt und was lacht mich an als einer der ersten Hits? Die Bohrmaschine, in diesem Fall im Gewand eines Akkuschraubers, okay, also die Schwester der Bohrmaschine. Ist das das, was wirklich am allerhäufigsten übers Netz verliehen wird? Wie kann man das quantifizieren? Oh, da hätten wir sogar einen Experten hier im Publikum, der ist nämlich der Herausgeber von Verleihen, da müsste man ihn fragen. Ich würde sagen, ja, also das sind diese kleinteiligeren Sachen, da ist manchmal der Aufwand vielleicht ein bisschen hoch fürs Verleihen. Deswegen ist es ja schlecht mehr durch mit Autos und mit Wohnung. Aber ja, theoretisch kann man sich fast alles teilen und es hängt davon ab, wie gering die Transaktionskosten sind. Kann ich es mir wirklich schnell oder einfach besorgen oder lerne ich dabei andere interessante Leute kennen? Und deswegen, ich weiß nicht statistisch, wie es aussieht jetzt mit der Bohrmaschine genau, das müsste man dann halt fragen. Aber das ist, glaube ich, schon auch eins der Artikel, die auch etwas öfters verliehen werden. Okay, insofern bin ich ja rehabilitiert, dass ich sie jetzt hier nochmal angeführt habe. Andreas, müssten wir irgendwie eine andere Terminologie finden? Weil eigentlich müssen ja Teilen aus Idealismus, also St. Martin, der den Mantel teilt, ja, das ist so, eben so dieser eine Pol, und Teilen als Geschäftsmodell ja immer präzise benannt und auseinanderpräpariert werden, oder? Ja, könnte, müsste, sollte. Kann so sein, sollte. Da sind wir in Deutschland immer gut. Erstmal mal eine Definition finden, abgrenzen. Ja. Ist aber genau, Blödsinn? Präzise, würde ich als Blödsinn finden. Gerade das Interessante ist ja, man weiß ja nicht genau, was es ist. Ne? Robin hat ja eben einen schönen Einsatz gegeben. Viele sagen ja, Uber oder Airbnb sind klassische kapitalistische Ansätze, die nur einen Gegenstand haben, der ein bisschen interessanter ist. Aber es ist weiterhin, geht um Geld verdienen und mehr nicht. Andere sagen, gerade im gemeinsamen Nutzen von einem Gegenstand besteht eine besondere Sinnhaftigkeit. Das ist immer bei allen diesen Dingen immer Ökologie und Ökonomie eigentlich zusammen. Und ich würde das Geschäftliche dahinter etwas zurückschrauben. Das Teilen ist immer schon per se etwas, was ökonomisch sinnvoll ist. Also ich bin ja auch nicht in Berlin geboren, sondern ich komme aus dem Land. Und im Land, ich komme aus dem schönen Siegerland, da gab es schon immer das Teilen. Wir haben einen gemeinsamen Wald, das ist der... Das ist der Hauberg. Da teilt man sich den Wald. Oder die Almende, auf der wird das Vieh gehütet. Und wir haben eine Almende, das ist der Weidekamp. Ne? Da wird das Vieh gemeinsam gehütet. Und wir haben sogar einen Backes, da wird gebacken. So, das ist völlig normal. Man teilt sich einfach Produktionsmöglichkeiten. Man teilt sich, also letztendlich ist das, jetzt ist die Frage, wie teilt man sich das, mit welchen Nutzen? Und das Teilen allein, das Scheren allein, das Nutzen ist nicht aussagekräftig, welches Geschäftsmodell ich da eigentlich hinter habe. Das kann ich ganz kapitalistisch klassisch machen oder ich kann das Teilen aber auch ganz gemeinschaftlich tun. Und es ist Quatsch, drüber zu reden und zu gucken, was da... Man muss schon wissen, was die wollen und wer will was wie. Ne? Das ist schon interessant. Ne? Also man kann jetzt nicht irgendwie bei Airbnb mitmachen, um mal was anderes zu nehmen als das, was gerade präsentiert wird, um zu sagen, ja, ich mache das besonders, weil ich die Welt retten will. Ne? Sondern ich mache das aus ganz egoistischen Dingen, weil ich nämlich eine Wohnung billiger kriege, als wenn ich sie woanders kaufe. Und Airbnb macht es genau deshalb. Also nicht so, um irgendwas Gemeinschaftliches zu tun, mal Leute zu treffen in internationalen Feldern und Wäldern. Das ist mehr so Rhetorik, das ist Werbeslogans. Klassisch geht es um Geld verdienen. So, und das sollte man dann auch sagen. Ne? Okay, dann fragen wir den, auf den es jetzt natürlich irgendwie zuläuft, nämlich dich, Christian. Was macht ihr denn? Teilt ihr was? Verkauft ihr eine Dienstleistung, die des Gefahrenwerdens? Ja, gute Frage. Also, puh, danke. Das klang vorhin schon anders. Wenn wir über Teilen reden, dann gerade die Beispiele, die du angeführt hast, hat viel mit Vertrauen zu tun. Das heißt, wenn ich die Weide gemeinsam nutze, dann mache ich das vielleicht nicht mit jeder Person.
Und was ja gerade passiert. Doch, weil du sie brauchst. Ja, ich mache es in einer geschlossenen Gemeinschaft, da, wo ich Vertrauen den anderen schenken kann. Und was im Moment passiert, sind, dass Plattformen entstehen, wo genau dieses Vertrauen geschaffen wird. Durch jemanden, der auf dieser Plattform die beiden Nutzer verbindet. Und wenn man das als Dienstleistung bezeichnet, dann machen wir auch genau das bei Uber. Wir stellen eine Plattform zur Verfügung, wo wir Fahrer und Mitfahrer zusammenbringen und natürlich irgendwo einen Mechanismus sicherstellen, der gegenseitiges Vertrauen schafft, der Standards setzt, der gleichmäßige Qualität sicherstellt. Und wenn man das als Dienstleistung beschreibt, dann ist das eine Dienstleistung, ja. Okay. Versuchen wir es nochmal anders. Also Astrid, es gibt Foodsharing, hatten wir, glaube ich, schon angeführt, verleihen.de. Es gibt eben Uber, wo du sagst, ja, kann man sagen, ist Dienstleistung. Können wir also sagen, der kleinste gemeinsame Nenner all dieser Plattformen ist, sie sind netzbasiert. Mehr Gemeinsamkeit muss da zwangsläufig gar nicht drin stecken? Also ich glaube, wir sollten schon die Frage stellen, warum wir überhaupt über diesen Begriff Sharing Economy reden. Also wo kommt der her? Wer hat ihn erfunden und wer hat ihn in die Welt gesetzt? Weil, wer denn? Das weiß ich nicht. Also es wäre mal interessant nachzuforschen, welches Unternehmen als erstes diesen Begriff in die Welt gesetzt hat. Ich bin mir sicher, dass ein Unternehmen dahinter steckt und wir heute über Sharing Economy reden, weil dieser Gedanke des Teilens für mich ist eigentlich so klassische Mitwohnzentrale in den 70er, 80er Jahren. Da hatte ich als Student vielleicht irgendwie ein Zimmer und ich musste für ein Jahr ins Ausland und wollte es aber nicht verlieren. Ich hatte nicht so viel Geld, ich wollte es auf alle Fälle behalten, weil es günstig war. Also bin ich zur Mitwohnzentrale gegangen und das ist für mich klassische Sharing Economy. Für mich ist Sharing Economy, wie wir heute drüber reden, wirklich so ein Label geworden für eine Art von Plattformen, für eine Dienstleistung, die aber unter dem Mäntelchen des Guten verkauft wird. Und ich glaube, da wird uns irgendwie auch ein Bär aufgebunden. Also das ist ein ganz normales Geschäfte machen und hat mit Sharing in dem Sinne nichts zu tun. Also dieser Gedanke, ich vermiete meine Couch oder ich tausche meine Couch und bin dann übermorgen bei jemand anderem unterwegs, der ist komplett abhanden gekommen. Und deswegen finde ich, hat das in dem Sinne mit Teilen nichts zu tun. Es ist genau wie er gesagt hat, es ist eine Plattform, über die eine Dienstleistung angeboten wird. Und damit wird Geld verdient. Also den Verdacht von PR spreche ich insbesondere bei Sharing is Caring. Also klingt ja wie eine Werbung für eine Damenbinde oder so. Also wirklich klassisch geklöppeltes Wortspiel. Und der kommt ja aus einem Buch, das ist ja jetzt ja auch Realsatire. Andreas wollte sich nochmal in die Definition fragen. Wollte er sich jetzt doch nochmal reinschmeißen? Aber, obwohl wir im digitalen Salon sind, hat Sharing nichts unbedingt was mit digitaler oder mit Plattform zu tun. Das ging auch schon ohne Plattform. Mhm. Ja, das wollte ich nochmal sagen. Und Carsharing, um mal ein schönes anderes Beispiel zu nehmen, ist natürlich in den 80er Jahren erfunden worden. Übrigens ist das Wort Carsharing hier in Berlin erfunden worden. Weil bei den anderen, bei den Schweizern, die es natürlich eigentlich erfunden haben, hat es natürlich Autoteilen geheißen. Ne? Um das nochmal zu nennen. So, aber ich würde auch klar, ich meine, das ist, man sollte sehr genau unterscheiden, ich sage jetzt mal ganz altbacken, mit welchem Geschäftsmodell ich was mache. Ne? Will ich wirklich was hegen und pflegen und Gemeinschaftsbildung betreiben und dabei Ressourcen schonen, ist das was anderes, als wenn ich Geld verdienen will. So. Beißen, und das ist das Interessante, tut sich aber, natürlich heißt Sharing auch Caring, denn wenn ich in diesem Club bin, ne, habe ich natürlich plötzlich doch ein Interesse, dass alle Produkte, die ich ja gemeinschaftlich nutze, natürlich auch von gemeinschaftlich guter Qualität gehalten werden. Also das Problem der Carshare war immer, was ist, wenn der andere das Auto so dreckig hinterlässt. Ne? Und das hat sich aber als gar nicht als großes Problem herausgestellt, weil natürlich jeder das Interesse hat, wenn er nochmal nutzt, dass er nicht wieder in so eine Situation kommt und von sich heraus anfängt, das zu tun. Okay, also da gibt es schon ganz interessante Momente, wie sich das klassische Geschäftslogik, der klassische Kapitalismus doch zähmen lässt und für ganz interessante Phänomene sorgt. Okay, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Jetzt würde ich aber, nachdem wir uns schon fast aufgerieben haben in diesen Definitionsfragen, gerne nochmal von dir wissen, Christian, was bietet Uber denn jetzt im Moment an? Das war ja in den vergangenen Monaten da nicht so ganz einfach. Schritt zu halten. Beschränken wir es mal auf Berlin. Mhm. Wir haben im Moment vor allen Dingen Uber Taxi auf der Plattform. Das heißt, wir sind eine Vermittlungsplattform wie andere auch. Das heißt, der Taxifresser vermittelt jetzt Taxen. Genau, wenn man das stereotypische Bild bedienen möchte, richtig. Es ist aber auch, was ich daran besonders spannend finde, ist, ich bin noch nicht so lange bei Uber. Ich habe natürlich auch das gesehen, was sag ich mal, im letzten Jahr passiert ist. Und ich finde es super spannend, jetzt Taxifahrer mit auf der Plattform zu haben, genau deshalb. Und zu sehen, dass die super happy sind.
Also auf beiden Seiten. Also wirklich, wir sind happy dafür, dass wir ein Angebot schaffen können, klar. Nach den Verboten auch dieses Jahr und des letzten Jahres, aber auch mit den Fahrern zu sprechen und zu hören, Jungs, ihr habt da echt eine geniale Plattform. Ja? Ihr habt die Fahrgäste, die bei uns einsteigen, sind Leute, die kommen runter, die kommen pünktlich, die sind freundlich, die sind immer gut drauf, die reden mit mir. Und das ist genau das, was auf dieser Plattform mich dann stattfindet, dass es dieses Caring nämlich schon so ist. Denn am Ende des Tages wollen ja alle auf der Plattform, dass die Plattform gut dasteht, dass sich anständig verhalten wird und durch das gegenseitige Rating, das sowohl von Fahrer auf Mitfahrer und umgekehrt funktioniert. Punkt. Kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Gerne. Ihr prescht mir davon. Ich würde gerne mal was anderes fragen, nämlich dich, Andreas, woran es liegt, dass die Plattformen, die teilweise riesiges Wagniskapital bekommen, also ihr, Airbnb, das sind halt, glaube ich, die Beispiele, über die man da dann halt spricht, dass das welche sind, die Mobilität verkaufen, also Unterkünfte, nicht da, wo ich bin, sondern woanders, oder Transfer, den Weg nach woanders hin. Also es geht immer darum, dass ich mich bewege im Raum. Ja, das eine ist ja die Immobilität, ne? Die Wohnung. Ne? Also, ja, aber ich miete mir ja meistens ja keine in Berlin, wenn ich in Berlin schon wohne. Ja, das ist interessant, aber der Mobilitätsmarkt ist ja erstarrt in Regeln und in Kartellen und in geschützten Bereichen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses Thema jetzt quasi, ich sag mal, auf der Agenda erscheint. Muss man vorsichtig zu sein. Ne? Und da ist stellt sich natürlich jeder die Frage, und zwar in jedem Land, wie viel, ich sag mal, Fertigungstiefe des Staates können wir und brauchen wir denn eigentlich? Und ist es denn wirklich sinnvoll, den Verkehr oder das Mitnehmen einer anderen Person, wenn ich denn dafür ein paar Euro verdiene, tatsächlich an eine Genehmigung zu binden? Mhm. Das muss man sich ja mal überlegen. Ne? Wenn ich jetzt jemand mitnehme und sage, fahr mit mir, übrigens mein Spritpreis oder meine Kosten sind 1x den Kilometer, ich will aber von dir 4 Euro, dann müsste ich dafür eine Lizenz haben. Mhm. Und die kriege ich nicht, weil die immer schon eine hat. So, und wenn man sich dann überlegt, und dann ist diese Mischung zwischen, was will man eigentlich, was ist man eigentlich, Definitionssache, ganz interessant, kriege ich denn nicht diese vielen, vielen anderen Ressourcen, die wir haben? Wir haben in Deutschland 44 Millionen zugelassene PKWs. Ja, wir sagen ja immer, spaßeshalber, die ganze deutsche Bevölkerung kann in diese einsteigen und keiner muss auf die Rücksitze. Ne, wir haben also Kapazitäten ohne Ende, kann man das nicht besser nutzen? Kann man also nicht jeden, der jemand mitnehmen will, mitnehmen und jeden, der mitgenommen werden will, das auch erlauben, ohne dass dafür irgendeine Lizenz vonnöten ist? Hm. Das ist die Debatte und die ist auch in den USA da, die ist weltweit, ich glaube in 156 Ländern ist Uber mittlerweile, und die ist sehr unterschiedlich, wird die diskutiert. Und das ist sozusagen das Thema Mobilität ist, weil es so vom Volumen her so groß ist. Ne? Wir sind eben so viele Leute, die sich so weit bewegen, aber so rechtlich verstellt, dass es quasi gar keine Startups in diesem Verkehrsbereich gibt. Wartet nur darauf, dass das dereguliert wird. Ne? Und auch wenn ich die Dramaturgie jetzt störe, das Personenbeförderungsgesetz, was das vorschreibt, ne? Ein schönes deutsches Gesetz, kommt aus dem Jahr 1934 und sieht auch noch genauso aus wie das Jahr 34. Das ist aber nicht in Fraktur oder so gesetzt. Aber es könnte, der Geist ist jedenfalls Fraktur. Und wenn das abgeschafft werden würde, ne, da hätten wir eine völlig neue Situation. Und das wäre mal interessant. Ne? Das kann natürlich auch mal nach hinten losgehen. Aber das traut sich im Moment in Deutschland keiner zu denken. Und ich glaube, dass viele aber glauben, dass das kommt. Und deshalb gibt es so viele Leute, die in Uber investiert haben. Okay, jetzt ist die Dramaturgie tatsächlich schon so ein bisschen im Arsch. Und ich muss dich fragen, Astrid. Das ist meine Message schwingt. Aber bleibst noch ein bisschen. Ja, ich glaube. Okay. Von dir einen Artikel habe ich gelesen, der heißt Der Uber-Fall. Nicht nur, weil du wohl das Wortspiel witzig findest, sondern weil du meinst, da ist Methode drin. Hm. Vielleicht erläuterst du die mal. Also genau diese Regularien zu knacken, genau. Und da dran zu gehen. Also die Methode Uber, deswegen der Uber-Fall, besteht ja darin, dass man einfach bestimmte Städte sich erschließt, indem man loslegt und vorher eben nicht mit den Behörden oder mit dem Gesetzgeber spricht und das so das Geschäft einfach macht und dann wartet, bis die Anwälte kommen, bis es Gerichtsprozesse gibt.
und einfach hofft, dass man auch die Nutzer mobilisieren kann. Das hat ganz gut geklappt in Washington und in New York, wo es auch Verbote gab und Probleme. Dann haben halt die Nutzer angefangen zu twittern und sich dagegen zu beschweren, bis dann die Stadtregierungen eingeknickt sind und die Gesetze dann auch in San Francisco den Bedürfnissen von Uber angepasst haben. Und natürlich haben Sie recht, die Gesetze, das Personenbeförderungsgesetz ist vollkommen veraltet. Also warum braucht man heute noch irgendwie Ortskenntnis, um Taxifahrer oder überhaupt jemanden zu befördern, wenn es Navigationsgeräte gibt und auch ein Handy das erledigen kann? Andererseits habe ich persönlich ein Problem damit, deswegen Uber-Fall, dass einfach ein Unternehmen aus dem Silicon Valley oder wo auch immer es herkommt, denkt, dass Gesetze eben für es nicht gelten, nur weil es angeblich ein Problem löst. Und deswegen ist, glaube ich, Uber auch so umstritten und fährt derzeit in vielen Ländern und in vielen Städten gegen die Wand, weil diese rabiate und auch sehr aggressive Umgangsart, finde ich, auch diesem Sharing und dem Gutmenschentum-Gedanken wirklich diametral entgegensteht. Mhm. Also das ist ein Unternehmen, das ein super Geschäftsmodell hat, also überhaupt gar keine Frage. Der Bedarf ist in Städten in den USA enorm. Da gibt es keine funktionierenden öffentlichen Verkehrsmittel. Deswegen ist auch die Nachfrage so groß. Deswegen sehen die Investoren auch so viel Potenzial. Aber ich finde auch, ein Startup, egal wo es herkommt, sollte sich eigentlich erstmal an den Regeln halten. Sonst haben wir keine Chancengleichheit. Dann sage ich dahinter oder? Fragezeichen, Christian? Ich stimme dem zu. Also ich schaue ja auch auf die, sag ich mal, die letzten Monate zurück und sehe auch, dass viele Dinge falsch gemacht worden sind. Danke. Jetzt habe ich meinen Faden gerade verloren. Also dann frage ich es nochmal sozusagen in grün. Lenkt Politik Wirtschaft? So sind wir verfasst, ja, oder? Ja, genau. Genau, da ist der Faden wieder. Also ich stimme dem zu, dass das Vorgehen sicherlich häufig sehr, sehr falsch war über die letzten Jahre. Es ist aber auch so, dass Gesetze für die Menschen gemacht sind und von Menschen gemacht sind. Und ich meine, es bedient halt schon sehr, sehr stark, sag ich mal, so den typischen Buhfeind. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich bin schon fast gewohnt, irgendwie immer der Prügelknabe zu sein. Aber es bedient halt, vergleichsweise nette Runde. Es bedient halt irgendwo, sag ich mal, das große kapitalistische Silicon Valley Unternehmen, es kommt nach Deutschland und macht alles kaputt und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist schon so, dass es Strategie ist, oder nicht? Nein, es ist keine Strategie. Es gibt bei Uber ein Playbook, in dem genau drin steht, wie man vorgeht. Also es gibt ein Playbook dazu, wie wir expandieren. Mhm. Und in diesen Playbooks suchen wir natürlich nach Ansatzpunkten, um den Kunden das zu bieten, was wir als Geschäftsversprechen haben. Und da bewegen wir uns häufig in der Grauzone, richtig. Das ist aber nicht unüblich, sage ich mal, für technologische Weiterentwicklung. Also ich finde das Beispiel von gerade eben ganz interessant. Es ist zum Beispiel so in dem PBFG, in dem Personenbeförderungsgesetz, dass ein Unternehmer seinen Auftrag zu Hause annehmen muss, in seinem Dienstsitz. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, ich rufe jemanden an und bestelle ein Auto, der sitzt zu Hause, der fährt Fräulein, holt jemanden ab, fährt ihn irgendwo hin und muss dann wieder zurückfahren und auf den nächsten Auftrag warten. Das ist so, wie die Gesetzeslage im Moment aussieht. Und da frage ich mich dann schon, ist das etwas, wofür wir die Gesetze gemacht haben, um das den Kunden die Ressourcennutzung bereitzustellen. Okay, also ich höre da schon, ich sag mal, ein Dreivierteljahr raus, dass es in der Tat Strategie ist. Und du, Astrid, hattest das in deinem Artikel so aufgezogen, dass Travis Kalanick, also du hast das quasi an der Erfinderpersönlichkeit, die um den Weltball reist und die Sache promoted, aufgehängt, dass der in der Tat sich benimmt offenbar wie eine offene Hose und sagt, das ist auch Konzept. Das ist ja auch lange Zeit sozusagen das Image des Unternehmens gewesen. Also nicht umsonst hat sich Travis Kalanick letztes Jahr auf einer der berühmtesten Tech-Konferenzen der Welt, der Recode, hingesetzt und hat das Taxigewerbe als ein Arschloch bezeichnet. Der Spruch ging ja einmal um die Welt und das war bestimmt auch gewollte PR, so hat man sich halt eben gesehen. Ich glaube auch, dass das Selbstverständnis des Unternehmens lange Zeit eben dasjenige war, dass man so die aggressiven, coolen Typen sind. Also sehr viele kommen ja aus der Beratung. Was mir auch aufgefallen war vorhin in deiner, nur in Parenthese, ja, in deinem, was du vorhin ausgeführt hast, Christian, dass die Taxifahrer sagen, Jungs, super, haben wir drauf gewartet. Da höre ich genau dieses bisschen präpotente, genau, Männerklüngelische raus. Aber mag auch an meinem Gehörgang liegen. Also Travis Kalanick sagt ja auch, ja, Uber ist ein Mann. Also
So, aber inzwischen, glaube ich, hat das Unternehmen ja erkannt, dass es so nicht zu dem gewünschten Ziel kommt und hat ja eine komplette Pair-Wandlung vollzogen, hat sich den ehemaligen Berater von Obama engagiert, der jetzt an dem Image arbeitet, und man sagte von David Plouffe, dass er über Wasser laufen kann, und ich glaube, das kann er tatsächlich, denn kaum war der Mann da, hat Uber, glaube ich, eine Kooperation mit UN Women sozusagen vereinbart, weil angeblich Uber sehr vielen Frauen auf der Welt hilft, Arbeitsplätze zu bekommen. UN Women hat die Partnerschaft inzwischen auch wieder eingestellt, aber wie gesagt, da wird sehr viel mit dem Image auch gespielt, und ich glaube, Uber braucht jetzt einfach auch ein positiveres, ein besseres Image, weil dieses, Entschuldigung, also das habe ich jetzt nicht selbst gesagt, dieses Arschloch-Image ist einfach ausgereizt, das funktioniert so nicht mehr weiter. Mhm. Das Unternehmen ist jetzt groß, hat viele Mitarbeiter, so kann man sich nicht mehr verhalten. Andreas Knie, ja, ich muss dann du musst noch mal, jetzt was muss sagen. Mal, also es geht ja, also mir geht es persönlich jetzt gar nicht um Uber oder das Image von Uber, sondern mir geht es darum, wie kann man Gesellschaft verändern? Und Gesellschaft kann man nicht verändern, indem man regelgetreu arbeitet und handelt. Das stimmt, ja. Ne, nur durch Regelübertretung passieren Innovationen. Und wir sind seit bestimmt jetzt 20 Jahren in diesem Mobilitätsmarkt unterwegs. Und wir haben uns immer mit der Schere im Kopf begrenzt, weil es ja dieses PBFG, dieses Personenbeförderungsgesetz gab. Immer war die Schere im Kopf, das geht ja nicht, ach, das geht ja nicht. Wir haben Clubs gegründet, wir haben alles Mögliche an rechtlichen Konstruktionen geführt. Immer in der irren Annahme, dass irgendwann eine höhere Rationalität eintritt und irgendeiner sagt, ja, das PBFG muss mal weg. Das stimmt. Nein, so geht das nicht. Und da muss ich mal ausnahmsweise gehen. Es geht genau so, wie Uber es vormacht. Man muss es einfach tun und man muss es anders tun. Und nur dann, wenn die Leute sagen, so ist es klasse. Und wenn man viele Leute hat, die finden das gut, so in diesem Ansatz, fängt überhaupt irgendein Gesetzgeber darüber nach, anzudenken, was muss ich ändern? Sonst würden die das nicht tun. Mhm. Und deshalb finde ich das auch genau das Richtige. Wir kriegen sonst keine Veränderung in diesem hochgradig verrechtlichten Markt. Und dieser Markt ist gigantisch groß. Der wird gigantisch stark bedient von ganz wenigen Playern. Wenn man sich das mal ein bisschen anders vorstellen könnte, mit ganz vielen Öffnungen, dann kriegen wir auch was anders bewegt. Und das geht nur, wenn man es einfach tut. Ne? Das muss man jetzt nicht, man muss jetzt keine Sympathie für Uber haben, das würde ich jetzt auch teilen. Mhm. Und Uber wird sich das auch nicht lange, und wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, keiner hat denn auch Lust, mit so einem Arschloch-Image zu fahren. Ne? Mhm. Und das kippte bei uns relativ schnell. Ne? Am Anfang war das super hip und dann war das aber ganz schnell, wie, du fährst Uber? Uber ist das Schlimmste, was geht. Ne? Also da muss man auch extrem vorsichtig sein. Aber von der Struktur her, Dinge zu verschieben, kann man es nur so machen. Okay, jetzt sind wir beim Stichwort Gesellschaft verändern. Da würde ich dich, Thomas, gerne mal wieder reinholen in die Debatte. Es gibt ja zwei Pole, es klang vorhin schon an. Es gibt Jubelartikel, dass jetzt das Vertrauen, das die terrorversehrten US-Amerikaner verloren haben, jetzt wieder Einzug hält, weil man sich den Schlüssel gibt für das eigene Automobil. Und dann gibt es den anderen Pol. Da wird gesagt, wir machen jetzt Ressourcen nutzbar, also klassisches kapitalistisches Prinzip, Landnahme, die vorher gar nicht bedacht wurden. Und nun funktioniert es halt mit dem Imperialismus nicht mehr. Dann müssen wir hier gucken, was wir wertsteigernd irgendwie in die Maschine reinspeisen. Wo siehst du dich denn mit eurem, ich sag mal, Sharing-Dachverband mit WeShare? Ja, also wir sind kein Dachverband, das muss ich nochmal schnell festhalten, nicht, dass er nachher irgendwo zitiert wird. Ja, aber Plattform, eine internationale Gemeinschaft, beziehungsweise ein Think und Do-Tank auch in diesem Bereich. Ja, Family. Eine Family natürlich auch, eine Bewegung vielleicht. Also das ist schon auch ein Interesse von uns, dass wir sehen halt auch dieses Potenzial in der Share Economy, weil es halt dazu führt, dass Menschen wieder in Kommunikation und in Kontakt treten. Und das hat halt wirklich, das steigert auch das soziale Kapital, was ja gerade schon mal angesprochen worden ist von Andreas. Wenn ich mir, sage ich mal, irgendwie in Spanien ein Auto leihe von Sixt oder so, die Sixt, die A-Löcher, die haben sowieso viel zu viel Geld, das behandle ich nicht besonders gut. Wenn es aber eine persönliche Beziehung, wenn ich einen Menschen hinter diesem Auto sehe und ich weiß, das ist Andreas sein Auto, dann würde ich das ganz anders behandeln. Ich würde vielleicht auch ganz anders mit den Dingern umgehen. Mhm. Also das ist schon etwas, das auch schon dazu führt, dass Leute wieder mehr in Kommunikation gehen. Selbst bei Airbnb, ich meine, ich habe das auch schon gemacht und so weiter, das sind zum Teil Freunde, Bekannte geworden. Also es gibt noch verschiedene Aspekte, die da dran sind. Und die andere Frage ist bei diesen Firmen, die jetzt da ganz kapitalistisch vorgehen, das ist die Frage, ist das die einzige Möglichkeit? Weil ich denke auch, dass die Leute auf diesen Plattformen, die ja die Werte generieren. Das ist ja nichts anderes als eine Plattform, wo Nutzer
in beiden Fällen. Die Nutzer haben ja oftmals zwei Rollen. Sie können ja sowohl Konsument als auch Anbieter sein, was schon mal ganz interessant ist, dass die den Wert dieser Plattform schaffen. Und warum muss die nur nach dem kapitalistischen Prinzip funktionieren? Warum kann denn nicht die Plattform, die ja generiert ist, wo der Wert generiert ist, wo die Stakeholder, auch könnten ja auch die Shareholder sein. Oder man begreift das als Infrastrukturmaßnahme, wo der Staat oder Stiftungen hingehen und dieses zur Verfügung stellen, damit das, deswegen vielleicht auch eine Ausdifferenzierung ein bisschen von Uber und Airbnb, weil man dann oft irgendwie das schwarz oder weiß sieht. Mhm. Ich unterscheide das immer so ein bisschen mit so einem Frontend und so einem Backend, weil das Frontend von Uber und Airbnb ist ein sehr interessantes Modell, nämlich das Peer-to-Peer. Ich kann mein Auto anbieten, ich kann ein Auto nachfragen, ich habe dadurch viele Optionen, die mir offen stehen, rein theoretisch. Das finde ich eigentlich was Gutes, was Förderungswürdiges, weil es zum Beispiel erlaubt, wie Andreas schon gesagt hat, ganze Kapazitäten ganz anders zu nutzen vielleicht, neue Möglichkeiten, vielleicht auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Das Backend, was davon ist, okay, da sind VCs, die steigen da mit einer großen Spekulation ein, die wollen natürlich noch mehr Geld rausziehen. Das heißt, es wird was Extraktives, ich ziehe Geld raus und übrigens nicht nur Geld, sondern Daten. Aber das heißt ja dann auch wiederum, dass diese Worte, die ihr auch im Munde führt, also Fairness, Openness and Trust, die ihr auch als Anspruch formuliert, da beißt ja die Katze in den Schwanz. Das ist dann natürlich ja auch wieder Vermarktung, oder? Also ich meine, nur, klar, viele implementieren das jetzt, dass wenn du mein Auto leihst, ich dir den Schlüssel persönlich an meine Haustür übergebe, damit du dich mir verpflichtet fühlst. Das ist nicht, weil wir dann beste Freunde werden. Nee, das nicht. Aber ich habe zum Beispiel die Ressource habe ich gut genutzt im Falle dieses Autos, weil ich ein Auto habe, statt zwei vielleicht in der Nutzung. Es ist eine Wirtschaft, die Peer-to-Peer ist. Also nicht mit großen, also keine Intermediäre dazwischen sind. Die Uber ist eine Plattform als Intermediär dazwischen. Ist die Frage, ob das oft so sein muss. Aber die alten Intermediäre werden durch diese Peer-to-Peer-Wirtschaft natürlich erstmal in Frage gestellt, weil wir uns als Menschen über Plattformen, über Netzwerke anfangen selber zu organisieren, Selbstorganisation, um gegenseitig Bedürfnisse zu befriedigen. Haben vorher andere Instanzen gemacht, staatliche oder privatwirtschaftliche. Und das ist jetzt halt die Frage, da kommen halt neue Optionen auf und da ist die Frage, das wird natürlich was verschieben in diesem Modell. Höre ich jetzt bei dem, was du zum Schluss gesagt hast, raus oder rein vielleicht auch, dass du denkst, das sind Übergangsformen, also dass damit Geld verdient wird, bis es dann irgendwann so ist, dass das ganz niedrigschwellige, nahezu kostenlose Sachen sind, die man tauschen kann? Das ist wahrscheinlich die ganz, ganz große Frage, wie sich das herausstellen wird. Und wie ist die ganz, ganz große Antwort? Die ganz große Antwort darauf, natürlich eine Hoffnung, indem ich sagen würde, das hört nicht bei Uber auf. Mhm. Also eine kapitalistische Plattform, die 20% abzieht und die Daten abzieht, sondern eine Plattform wird letztendlich, werden andere kleinere Plattformen nachkommen, die dann wachsen, weil sie letztendlich ihren Usern mehr bieten können als Uber. Weil Uber hat natürlich hohe Fixkosten in dem Sinne, weil sie einen hohen Kapitalbedarf bedienen müssen. Die Milliarden, die da investiert worden sind, die sollen ja auch wieder zurück. Das heißt, die müssen aus dieser Gemeinschaft rausgezogen werden, um an den Investoren zurückzahlen zu können. Wenn sich die Plattform Nutzer und Kontribuenten, weil die machen ja den Wert der Plattform. Wenn sie sagen, Moment mal, ich will aber jetzt gar nicht, dass meine Daten dahin wandern oder meine 20%, wollen wir uns das denn nicht selber einstecken oder wollen wir nicht selber eine Plattform gründen? In Baltimore gibt es ja, glaube ich, eine Taxi, die das gemacht hat. Oder dass die Stadt sagt, Moment mal, wir machen das als Infrastrukturmaßnahme, warum sollen wir das nicht lokal hier lassen, das Geld? Ne, und das könnte durchaus die nächste Stufe sein. Momentan wird so gesagt, erst kommen die altruistischen Sharer, dann wird es Marktreife und dann kommen die großen Monopolisten und machen alles ab, bis sie die Marktdominanz haben. Mhm. Aber ist dann die Frage, ob das dann da aufhören kann. Weil wir haben halt so eine Beobachtung gemacht, auch in der Share Economy, dass letztendlich die proprietären Unternehmen, die auf Wettbewerb setzen, nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Weil die auf Kollaboration aufgebauten Unternehmungen letztendlich wettbewerbsfähiger sind als die auf Konkurrenz aufgebauten. Weil die Christian, macht dir das Angst? Nee, überhaupt nicht, weil ich glaube ja, dass sich diese Dinge ergänzen auch. Es ist ja nicht so, dass jetzt in einem anderen Beispiel alles auf einmal kollaborativ wird und
keine Plattformen mehr da sind und wir nur noch irgendwie Nachbarschaftstausch machen, sondern ich glaube, es gibt alle Spielarten davon. Sobald irgendwo, sage ich mal, ein Monopolist sich durchsetzt, gibt es die Gegenbewegung, die genau das dann nicht mehr wollen und wieder sagen, nee, ich mache jetzt mein Dorfauto. Ja, ich meine, es gibt Dörfer auf dem Land in Deutschland, die werden immer weiter abgekoppelt vom ÖPNV, tun sich genau eine Gemeinde zusammen und sagt, ich habe ein Dorfauto, das stelle ich bei der Kirche hin. Und dann kann man sich das abholen, das Auto, und es wird gemeinschaftlich genutzt. Das ist ja genau die Gegenbewegung von, selbst von Carsharing, von den Car2Go's, Drives Nows etc. Also ich glaube, es gibt alle Facetten dann irgendwann. Ne? Und da ich glaube, dafür sollte man werben. So, jetzt weiß ich nicht, ob wir euch gehörig verwirrt haben oder vielleicht inspiriert zu fragen. Also zumindest zwei Menschen mit Inspiration. Ich weiß nicht, drei? Lässt sich das noch toppen? dann fangen wir hier vorne an und würden dann das Mikro nach hinten durchgeben. Ich habe auch noch einige Fragen auf dem Zettel, aber ihr ja vielleicht mittlerweile auch. Wir sind so verschiedene... Stellt ihr euch bitte ja, immer vor, auch die Stammgäste? Ja, Hans-Ulrich Melchert aus Berlin. Mir sind so Gedanken von vor 50 Jahren gekommen. Da sprach keiner von einer Plattform und von einer Economy und von Geldverdienen auch nicht. Man konnte schön von Paris nach Marseille fahren, Daumen hoch, und dann hielten die Franzosen an und freuten sich, wenn sie einen Deutschen mitnehmen konnten, der sich um die Kinder kümmerte. Das war dann Carsharing, aber ohne Kosten, ohne Plattform und ohne drumherum. Also das heißt, aber auch ohne Gewissheit. Ohne Gewissheit, natürlich. Ja. Aber das Anhalterwesen hieß damals auch Anhalterunwesen bei denjenigen, die es nicht mochten. Aber das nur so als Anregung. Wahrscheinlich sind ja so ein paar Leute, die heute tätig sind, auch auf dieser Basis groß geworden und kennen das auch noch. Okay, ja. Aber wenn man drei Linden rausfährt oder Richtung Hamburg, da sieht man auch immer ein paar Gestalten, die denken, machen wir das mal so wie Väterchen. Also sprich, es würde so für die Diversifizierung eigentlich sprechen. Ausartig. Es gibt das eine noch, aber es gibt anderes dazu. Aber Entschuldigung, jetzt antworte ich. Aber wer will das da erst machen? Ich wollte nur sagen, es gab damals, in drei Linden gab es ja für alle Westberliner, gab es ja die Verlässlichkeit. Man musste sich drei Linden wusste man, es gab keine, man brauchte nicht länger als zwei Stunden stehen. Egal in welcher Yeah. Aber gut, zwei Stunden... musste man schon aushalten können. Aber es war eine Garantie, man kam weg. Gut, bitteschön. Heiner Benking. Ich bin im UN-Zivilrat, also Economic Social Council der Vereinten Nationen. Und ich habe hier das Gefühl, dass hier jeder jetzt seine eigenen Commons entwickelt. Das kann nicht sein. Commons sind Gemeingüter. Was ich sagen wollte, dieses Teilen und Besitzen ist doch nicht genug. Eigentlich gibt es Schenken. Wir haben kürzlich ein Interview gemacht zu schenkender Wirtschaft. Wie war das früher mal? Dass es also eine Aufgabe war, diese sozialkulturellen Dinge zu machen. Und wenn wir jetzt hier von modernen Gütern sprechen, materiellen Gütern, müssen wir sagen, es gibt jetzt auch plötzlich immaterielle, virtuelle Commons. Und es gibt nach der UNESCO kulturelle Ausdrucksarten. Wir müssen immer genau sagen, was da ist. Vermehrt sich das, wenn wir das verschenken? Oder... ist es dann weg oder verbraucht es sich? Der letzte Hinweis, auf Deutsch heißt es so schön, wissen wollen wagen. Hier wurde von Sharing und Caring gesprochen, aber das Daring wurde vergessen. Das heißt Verantwortung übernehmen und darüber, worüber wir überhaupt reden. Vielleicht den Abschluss, wir haben mit dem Weltkirchenrat, Orthodoxe Akademie auf Kreta vor ein paar Jahren, gelernt, dass es nicht nur Ökonomie, Ökologie, Ökumene gibt, sondern im Griechischen, wie fast in allen Kulturen, gibt es das pflegerische Haushalten über Generationen, also Generationenvertrag, wirklich mal zu sagen, was man meint, in welchem Horizont und wann man schenkt und wann man es einfach nur mal teilt und wiederhaben will, wie den Roller. Also die haben noch einen vierten Begriff, das heißt Ökodomie. Das heißt nicht Ökonomos, nur zählen und Strich drunter machen, linear, irgendwelche Nummern, sondern Domos, pflegerisches Haushalten. Und das haben meistens die Frauen gemacht.
Ich habe aber vielleicht ganz kurz, ich wäre froh, wenn wir mal mehr Commons hätten. Ja. Also das Auto, das ist mein privates Hobby, das Auto wirklich zu einem Common machen. Wer hat erzählt, dass jedes Auto privat besessen und damit zu 90% ein Stehzeug wird? Ne? Das ist so, deshalb hilft leider auch alles oder hilft auch alles, selbst wenn es mit dem Arschloch-Image kommt, alles diesen Gedanken, ich kann es teilen und wenn ich es mit kapitalistischer Attitüde mache, Hauptsache, ich kriege mehr Menschen in diese Blechkisten, dass ich tendenziell weniger Blechkisten habe, aber mehr Komfort habe. Das ist die große Aufgabe, die wir haben. Und da hilft alles, was irgendwie in diese Richtung geht. Und da würdest du sagen, das bedient auch die Idee Generationenvertrag und mal in einen zeitlichen Raum zu denken und nicht nur jetzt zu sein? Das schafft neue Sensibilitäten. Das haben wir eben schon gesagt. Also wenn ich etwas teile, kann ich das sehr instrumentell machen, weil ich es gerade irgendwie besser finde, die Dienstleistung gut finde. Aber wenn ich es öfters mache, werde ich mehr dazu erzogen, diese Ressource anders zu betrachten. Also da sehe ich schon mehrere Elemente auch möglich in diesen ganzen Geschichten. So kennen wir das jedenfalls von allen Beobachtungen aller Carsharing-Bewegungen, dass man schon eine andere Haltung zu den Wertgegenständen hat. Nicht immer automatisch und nicht immer linear, ne, aber so tendenziell besser und damit auch eine höhere Sensibilität für Ressourcen und Ressourcenverbrauch entwickelt. Okay, ich würde gerne noch eine Frage sozusagen daraus ableiten. Du, Andreas, hast jetzt über das Wirtschaftsgut gesprochen, aber es gibt ja auch andere Sachen, die man als gut betrachten kann, nämlich solche unsexy, altertümlichen Sachen wie Arbeitsschutz zum Beispiel. Was ist denn mit denen? Ja. Das würde ich jetzt dich gerne fragen, Astrid. Um noch daran anzuschließen, also ich finde auch, dass natürlich Innovation und Kreativität und Disruption und neue Geschäftsmodelle oder Produktinnovationen auch nur dann entstehen, wenn man Grenzen überschreitet und sich Neues traut. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum wir immer mit Uber im Zusammenhang mit Sharing Economy eigentlich gleichsetzen, weil die Leute, die bei Uber in den USA hauptsächlich fahren, die teilen ja nicht ihr Auto, weil sie gerade von A nach B wollen, sondern sie machen das eben, um Geld zu verdienen. Das Auto ist deren Vehikel, das ist ihr Arbeitsplatz. Die sind bei Uber nicht fest angestellt, sondern für sich selbst verantwortlich. Und das hat nichts mit dem Gedanken des Teilens zu tun. Ich gehe jetzt einkaufen, ich pflege meine Fahrt ins System ein und gucke, wer mit mir auch diesen Weg fahren muss. Ganz im Gegenteil, die Leute sind darauf angewiesen, diesen Job zu machen, um Geld damit zu verdienen. Und mit dem Stichwort Sharing is Caring, also ich meine, dann müsste es eigentlich auch heißen, das kommt übrigens aus einem Buch, ne? Das ist ja kein... The Circle? Genau, das ist kein wirklich realer Spruch. Irgendwann sind Synapse-X noch drin. Dann müsste es doch eigentlich auch heißen, dass das Unternehmen sich also auch cared für seine Mitarbeiter, aber das sind ja keine Mitarbeiter. Das Unternehmen Uber wälzt alle Verantwortlichkeiten ab auf das Individuum, was früher ein Unternehmen hatte. Also früher waren Angestellte sozialpflichtig versichert mit dem Arbeitgeber, also bei uns in Deutschland zumindest. Der Arbeitgeber hat für gewisse soziale Standards mitgesorgt, hat einen Mindestlohn gezahlt, wie auch immer. Das ist bei Uber total auf den Kopf gestellt. Also was da geshared wird, wird eigentlich meine billige Arbeitskraft. Und das hat mit dem Gedanken, dass ich mein Auto teile und irgendwie zur Ökonomie und zur Ökologie beitrage, überhaupt nichts zu tun. Also das ist einfach eine neue Form von prekär beschäftigt. Das würde ich gerne aufgreifen, weil du hast vorhin sehr auf Uber Taxi abgehoben, aber es gibt ja auch noch Uber Pop, wobei ihr da ein bisschen die Luft rauslassen musstet und quasi auf das Preisniveau der Mitfahrzentrale zurückgehen. Da kann ich jetzt für 35 Cent pro Kilometer fahren und man kann bei euch gucken, was kostet das denn wohl Pi mal Pamme, wo ich hin will. Die Fahrt vom Funkhaus hier in Berlin am Volkspark Schöneberg bis hierher zum Bebelplatz sind knapp 9 Kilometer, richtig schön über die verstopften Innenstadtstrecken, kostet bei Uber Pop zwischen 2 und 4 Euro. Damit verdient der Fahrer doch nichts. Richtig. Es ist ja auch nicht, nachhaltig. Also wir, es ist ja auch bereits bekannt, wir arbeiten an einem neuen Produkt. Die Lösung, die wir jetzt bei Uber Pop gefunden haben, ist eine Überbrückungslösung. Ist ganz klar. Also das ist auch nichts, was nachhaltig auch jetzt weiter gewachsen ist zum Beispiel. Wir haben allerdings einige Fahrer dabei da gibt es auch wieder verschiedene, sag ich mal, Einfärbungen. Klar, es gibt diejenigen, die es auch Vollzeit machen, aber unser größter Teil sind Fahrer, die das nebenher machen. Das ist wirklich, fängt an bei dem Studenten, der seinen Golf oder teilweise seine Stereoanlage darüber finanziert, ab und zu ein paar Stunden fährt, bis hoch. Wir haben eine Dame,
Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Die hat sich extra eine S-Klasse dafür gekauft, um Uber-Pop zu fahren. Sie hat überhaupt keine finanziellen Anreize dahinter, sondern die ist wirklich dabei, weil sie Spaß daran hat. So wirklich, das kann man sich kaum vorstellen. Die ist so eine Ausnahme. Aber es gibt halt auch dort wieder verschiedene Farben von dem Teilzeitfahrer, der ein paar Stunden fährt, weil er Spaß hat, so wie diese Dame, bis hin zu Vollzeitfahrern, die natürlich ihr Geld damit verdienen, weil es ihr Job ist. Aber sag mal, was verdiene ich, wenn ich 8 Stunden fahre in Berlin? Was habe ich denn dann? Ja, diese Fahrer... An einem guten Tag. Im Moment gibt es das ja nicht, das ist ja verboten in Deutschland. Deswegen die 35 Cent pro Kilometer, damit es gesetzlich illegal ist. Ja, aber wenn ich den ganzen Tag sozusagen abrufbereit in der Innenstadt bin. Unter diesem Modell verdienen die nichts, weil es nicht nachhaltig ist. Es sind Mitfahrer, so wie die fahren im Moment, weil sie glauben an die Share Economy, weil sie dann an diese Idee glauben, Güter zu teilen. Also steig einfach mal ein und red mit denen. Das sind ganz abgefahrene Leute, sind aber auch nur, sag ich mal, 30, 40, die hier in Berlin unterwegs sind. Sind wir bei einem Modell, was nachhaltiger ist, was wir auch in anderen Ländern sehen, sind die Einkünfte sehr wohl über Mindestlohn. Ansonsten wäre das ganze System auch nicht nachhaltig. Das heißt, in den USA zum Beispiel verdienen unsere Fahrer im Schnitt knapp unter $20, $19. Natürlich haben sie dadurch auch noch zusätzliche Kosten, die sie decken müssen, wie ihr Auto, wie ihre Altersvorsorge, Pflegeversicherung und so weiter und so fort. Sind aber trotzdem weit weg vom Mindestlohn in den USA. Und wenn ich das Argument prekäre Arbeitsverhältnisse höre, also jeder ist wirklich willkommen, mit uns gemeinsam dafür Lösungen zu entwickeln. Und wir sind da auch dabei, dafür Lösungen zu entwickeln. Man kann sich vorstellen, dass wir zum Beispiel Mantelversicherungen als Uber abschließen mit großen Versicherungen, wo wir den Partnern, die für uns auf der Plattform aktiv sind, entsprechende Versicherungen abschließen. Wir suchen ja auch nach Regulierung in diesem Sinne und suchen danach dafür Lösungen zu finden. Das ist witzig, weil ihr immer die seid, die Deregulierung suchen. Ja, in bestimmten Märkten sicherlich. Aber es muss ja Regelungen geben. Ich bin Deutscher, ich möchte genauso, dass unsere Werte hier auch verankert sind. Das heißt Transparenz, Sicherheit, eine soziale Marktwirtschaft. Das gilt natürlich auch für Uber. Und dafür suchen wir auch Lösungen. Da sind wir dran. Okay, jetzt sind wir hier wieder in die Diskussion zurückgegangen, aber ich weiß, da hinten gab es noch eine Finger. Ihr seid nicht auf Schenken und Wagen eingegangen. Und es geht, ob wir was jenseits der individuellen Perspektive machen. Und das ist nicht nur Zählen à la Footprint, sondern Handprint und Mindprint, ko-kreativ mal zu überlegen, wie wir was ändern. Die Hebelpunkte, da sollten wir anzeigen und nicht, wie wir was messen oder irgendwelche Erbsen zählen. So. Das eine schließt das andere nicht aus. Also ich finde erstmal. Stellst du dich kurz vor, bitte? Willi Schroll, ich mache strategische Zukunftsforschung, Foresight, und analysiere auch gerade die kollaborative Ökonomie. Und ich finde das super, was Heiner Banking sagt. Ich finde aber auch super, was an Einwänden kommt, wenn der Markt nicht gezähmt wird. Und ich finde es gut, wenn die Regeln gebrochen werden, weil nur eine alte Lobby dahinter steht. Also man kann alles das gut finden, ohne verrückt zu sein. Denn der Kontinent des Sharing ist einfach riesengroß. Es gibt einmal den Pool der Sharing-Kultur und dann gibt es die Ökonomisierung dieses Sharing. Ja? Die Ökonomisierung von Teilen als einem moralischen Teilen, als einem karitativen, solidarischen Teilen. Und der andere Pol, der hier gerade angesprochen wurde, muss nicht dem widersprechen, dass jemand aus prekären Gründen, zum Beispiel als Student in San Francisco, ein paar Stunden Taxi fährt am Tag sozusagen. Also das erstmal zuzulassen, fände ich gut. Und dann hört man ja auch von dem Repräsentanten von Uber, dass da eine gewisse Zähmung eingetreten ist, also durch die Konfrontation mit Europa, würde ich sagen. Das heißt, die großen Gewinne, die diese immensen Milliarden an Marktkapitalisierung ja bedeuten, die sind ja trotzdem möglich, auch wenn ich reguliert arbeite. Einfach, weil ich die unternutzte Ressource freisetze. Ja? Also wer meint, Uber hätte unbedingt Angst vor jeder Regulierung, der hat das Modell nicht verstanden. Denn es geht im Plattform-Business darum, dass ich Anbieter und Nachfrager perfekt zusammenbringe, und zwar möglichst real-time. Und dann über die Reputationssysteme eine Top-Qualitätskontrolle habe, wie auch gerade vorhin gesagt wurde. Das heißt, das Plattform-Business
muss nicht Angst haben vor Spielregeln. Denn das Geheimnis des Plattform-Business ist, dass etwas bisher nicht genutzt wurde, nutzbar zu machen. Und das wird Uber, das ist jetzt meine persönliche Prognose, wir können uns ja in 5 Jahren da wiedersehen, Uber wird das Google des Sharing. Das heißt, jedes Plattform-Business, ob das Facebook ist oder Google, wer hier sitzt, hat heute Google benutzt und Facebook ziemlich sicher. Und das heißt, es wird zum Verb. Wir sagen, wir googeln, bei Facebook klappt das nicht so, wir Facebooken. Aber es wird in 5 Jahren vielleicht schon der Fall sein, dass wir sagen, ich habe heute geubert. Ja, to Uber einfach, ist gebräuchlich in den USA. Also da ist es ein Verb. Genau, aber eben nur für die Fahrdienstleistungen. Und meine Prognose ist, weil diese Plattform-Businesses dazu tendieren, sich gegenseitig aufzufressen. Und das heißt, Google wurde die Suchmaschine, abgesehen von Russland und China vielleicht. Und genauso wird Uber einfach Micro-Work, Contingent Workforce, das alles aufsaugen. Ist das jetzt schlimm oder nicht? Nehmen wir Google, aktuelles Beispiel. Da gibt es immer einen Clinch, gibt es ein paar Konflikte. Aber es wird einfach so kommen und wir werden damit leben, ist meine Vermutung. Ich habe das Gefühl, das ist was, wo alle 4 Master Manos hier vorne unterschreiben würden. Als erstes möchte Thomas, glaube ich. Ja, also ich sehe die Möglichkeit durchaus. Die fände ich aber nicht besonders gut, weil wir uns sehr stark abhängig machen von einer einzigen Plattform. Das würde eine Monopolstellung bedeuten. Wenn die in privater Hand ist, würde eine Monopolstellung immer dazu führen, dass man versucht, seine Profitrate nach oben zu treiben. Was dann wieder dazu führen würde, weil hinter Uber steht vor allem hier Google Adventure und wie heißt immer das große Bankhaus in den USA? Goldman Sachs. So, das heißt, wenn da die großen Gewinne hingehen, würde das weiter dazu führen, dass die Ungleichheit in der Gesellschaft und die meisten Probleme in einer Gesellschaft kommen durch finanzielle Ungleichheit, würde das weiter steigen. Und da würde ich einfach appellieren, dass es andere Möglichkeiten der Plattformorganisation gibt. Wie gesagt, nichts gegen Plattformen, wo dafür gesorgt wird, dass die Werte, die generiert werden, besser in der Gesellschaft verteilt werden. Und das, denke ich, auch ist die Frage. Ich sehe natürlich ganz klar auch die Strategie von Uber und Airbnb. Die versuchen, in der Vertikale erstmal durchzugehen auf der ganzen Welt. Erst im Taximarkt, dann im Transportbereich und sich immer weiter auszudehnen. Und wenn die in verschiedene Margen, verschiedene Branchen irgendwann so dick gehabt haben, dass es dazu kommt, dass es nur noch U-Bahn heißt, dann haben die so eine machtbeherrschende Position gehabt, die ich denke, die nie gut ist. Ich würde dagegen plädieren, dass vor allem auf der Stadt und auf der lokalen Ebene, in der horizontalen Bereich, dass die Städte, deswegen bin ich ein großer Anhänger der Sharing Cities, wir haben auch ein Programm bei WeShare selber mit Territories, wo wir versuchen oder auch beraten, Städte oder Gemeinden, wie man die kollaborative Ökonomie auch einbinden kann auf der lokalen Ebene und dass dann horizontal verschiedene Plattformen den Austausch herstellen, dass man dann über die gleiche Plattform verschiedene Dienstleistungen kann, nämlich dann mit dem lokalen Aspekt, der auch dazu führt, dass die Werte dann auch in der Region bleiben. Ja, und dadurch was aber, nicht abschließen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, eine andere Bewegung ist, aber nicht unbedingt eine gegenläufige oder die dieses Engführen ausschließen würde. Das ist eine alte Frage. Wem gehören die Maschinen am Endeffekt? Wem kommen die Produktionsmittel? Gewinne, die Produktionsmittel oder was immer das auch nennen möchte, kommen zugute. Und was führt dazu? Natürlich die destruktive... So, das wird ja jetzt doch grenzrevolutionär. Dann hole ich doch noch mal ein Zitat raus. Byung-Chul Han, Professor, Philosophieprofessor an der UdK hier in Berlin, der da sagt, der Neoliberalismus formt aus dem unterdrückten Arbeiter einen freien Unternehmer, einen Unternehmer seiner selbst. Jeder ist heute ein selbstausbeutender Arbeiter seines eigenen Unternehmens. Jeder ist hier Herr und Knecht in einer Person. Der Kommunismus als Ware, das ist das Ende der Revolution. Dabei wird es doch immer als Revolution ja, attributiert. Also das ist die Revolution, das Teilen, nicht? Noch nicht automatisch. Ich meine, man kann sich in alten Systemen bewegen und es ist noch nichts Revolutionäres dabei, nur wenn man teilt. Also das ist noch nicht, solange man an die Substanz nicht rangeht, an da, wo jetzt die Gewinne letztendlich hin verteilt werden und was die bewirken, gesamtgesellschaftlich, denke ich, ist noch keine Revolution. Es hat eine bestimmte Kraft, und da kommen wir vielleicht auch mal auf die Werte oder Wertverschiebungen hin, die durchaus Potenzial haben, wie es ja gerade angesprochen worden ist. Unsere ganze Gesellschaft oder Wirtschaft basiert auf dem Privateigentum, und wir wollen alle jeder noch meins, noch mehr anraffen, um uns noch mehr abzugrenzen von den anderen oder in Konkurrenzverhältnisse zu gehen. Und ich denke, dass die Share Economy ein gutes Beispiel sein kann, eine Möglichkeit wie bei dem Carsharing, dass ich zum Beispiel, ich bin jetzt kein großer Autofreund, aber zumindest ein Carsharing ist für mich so
Halbdroge, während ein Privatauto Volldroge ist. Wenn ich deswegen so ein Methadon-Programm... Wollte ich gerade sagen, Substitution. Substitution, wenn ich dafür statt 44 Millionen Autos in Deutschland vielleicht 10 Millionen Autos habe, weil die besser geshared werden und gute Sharing-Systeme sind und meinetwegen auch gemischte Dinge von Uber bis, das kann auch gerne auf anderen Plattformen sein, bis Bike-Sharing und so weiter, dann ist das schon ein Fortschritt erzielt. Okay, jetzt geht es so ein bisschen im Schweinsgalopp, aber ich glaube, das bringt das Thema mit sich und die Zeit läuft davon. Ich würde dich gerne, Lydia, noch mal fragen, gibt es irgendwas, was du noch reinschmeißen willst? Nein, willst du nicht? Dann, ich warte ja einfach dauernd drauf, dass jemand die Datenschutzfrage stellt, sonst mache ich das bald, aber vielleicht könnt ihr euch dafür erwärmen. Oder ist euch das zu oll und zu 2014? Datenschutzbrause. Hallo? Ja. Hallo. Uta Meier, Hahn, Doktorandin hier am Institut. Mit Datenschutz kann ich nicht helfen oder fragen, aber mich beschäftigt diese Frage der Individualisierung, Vereinzelung und im Verhältnis zur Solidarität. Wir haben ja gewisse Übereinkünfte bisher gesellschaftlich gehabt, dass wir Solidaritätsmechanismen erlauben wollen, Stichwort Gewerkschaften etc. Natürlich haben diese Plattformen das ganz durcheinander gebracht, in dem Moment, in dem jeder als Einzelunternehmer dort beschäftigt ist. Das heißt, wir haben eine Situation, in der die Plattformbetreiber ziemlich viel Macht haben über Mechanismen der Darstellung, das, was ihr erzählt habt, über die Herstellung von Vertrauen, wie diese Mechanismen umgesetzt werden im User-Design, wie die Punkte verteilt werden, etc. Das sind alles Entscheidungen der Plattformbetreiber, die in gewisser Weise attraktiv sein müssen, sodass sich diese Unternehmer dort bewerben als Einzelunternehmer und irgendwann vielleicht auch in gewisser Weise abhängig werden, weil das Geschäft vielleicht ganz gut läuft. Wenn die Unternehmer das aber ändern, also nicht die Unternehmer, sondern die Plattformbetreiber, dann verändert sich die Situation schlagartig für all diejenigen, die jetzt anfangen zu teilen über diese Plattform. Die sind aber vereinzelt. Die kennen einander nicht, die haben nicht die wissen nicht, wer ihre Mitstreiter sind. Das ist eine ziemlich schwierige Situation. Und ich frage mich, wie wir neben all den positiven Effekten, die diese Plattformen ja haben, wie wir Mechanismen entwickeln können, die eine Solidarisierung derjenigen erlauben, die betroffen sind in dem Moment, in dem zum Beispiel der Preismechanismus geändert wird und nicht mehr alle Fahrten das Gleiche, also nicht mehr überall dasselbe angelegt werden, sondern Algorithmen eingeführt werden, um aufgrund der Bewertung vielleicht auch die Preise steigen zu lassen oder sinken zu lassen und so weiter und so fort. Also die Plattformbetreiber können da was machen und ich frage mich, welche Mechanismen wir entwickeln können, damit wir gesellschaftlich diejenigen stützen können, die daran teilnehmen. Ich glaube, du wolltest antworten, Andreas. Du auch? Habe ich dich aus dem Augenwinkel auch gesehen, Christian? Also ich fange mal ganz, ich meine, das ist ja eine typische deututsche Frage, wer reguliert das denn dann? Ne? Das ist auch der Wunsch nach Regulation, nach Kontrolle. Das war jetzt, glaube ich, nicht die Frage nach Regulierung, sondern nach, wie löst man den Einzelnen aus der Vereinzelung? Ja, das sage ich jetzt mal ohne wirklich, ich bin sicherlich politisch nicht in Gefahr, da diesem Neoliberalismus da hinterherzulaufen, aber erstmal ist keiner gezwungen, auf irgendeiner Plattform was zu machen. Warum sind diese Plattformen so attraktiv? Und warum ist Google so wichtig oder ist so attraktiv geworden? Weil wir es nutzen, weil wir es stark machen. Und das ist die, sozusagen, das muss man mal wissen, warum machen die Leute das? Weil es für sie irgendwie ein Gewinn ist. So, und jetzt ist die Frage, wird es dauerhaft ein Gewinn bleiben? Und da, es hängt ganz stark von der Reputation des Unternehmens ab. Das ist ganz klar, das können wir bei allen Untersuchungen belegen, das wissen wir auch. Wenn man den Eindruck hat, das ist ein Unternehmen, was nicht wirklich, also was sich quasi versündigt gegen die Grundzüge der Gemeinschaftsbildungen, dann wird dieses auch nicht genutzt werden. So. Wie man die Plattformen jetzt wieder oder die dort ihre Dienste anbieten, ne, nochmal besonders sozusagen beobachtet, wie man dort Vereinzelungen wieder in Gemeinschaftsbildung zurückbringt. Das muss man sich überlegen. Also ich weiß, es ist New York, dass dort die Uber-Nutzer natürlich sich sehr wohl untereinander kennen und sich sehr wohl untereinander abstimmen. Also da gibt es schon wieder Counterforces. Und auch nochmal, Uber wird nicht der einzigste bleiben. Wir werden keine Monopolplattform haben. Es gibt jetzt schon eine ganze Menge anderer Dinge. Wir haben in der lokalen Ökonomie schon eine ganze Menge von diesen Plattformen. Die nennt nur keiner Plattform. Also da passiert noch eine ganze Menge. Und da muss man natürlich immer Obacht geben, ne, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Aber immer von welchem Status quo. Frag doch mal hier in Berlin gerade mal den Durchschnittslohn eines Taxis arbeitest an. Der ist nämlich genau bei 4,01 Euro. Ne?
und fragt mal, wie viel davon wird legal bezahlt und wie viel davon wird illegal bezahlt. Ne, wovon starten wir? Ne? Was ist im Moment Status Quo? Beschwert sich nur keiner. Ne? Hat sich bisher keiner beschwert. Jetzt kommt was Neues und das große Fass wird aufgemacht. Wie kriegen wir das unter Kontrolle? Was läuft da aus dem Ruder? Lassen wir uns erstmal aus dem Ruder laufen, um zu gucken, wie man darauf reagieren, wie man nachher eine neue, wir wollen ja alles Gemeinschaftsbildung, wir wollen eine andere Welt, wir wollen eine bessere Welt und die müssen wir aber gemeinsam leben. Und da müssen wir zulassen, und deshalb muss man auch mal entregulieren, um dann wieder rezuregulieren. Das ist vielleicht die Form. Und da muss man, also ich habe ehrlich gesagt auch noch gar keine Antwort auf Ihre Frage. Naja, ich würde sagen, so, ihr seid in so einem Pas de Deux, aber vielleicht, wir versuchen es doch mal mit Astrid. Ja, vielleicht, genau. Da läuft das gleich. Ich glaube, eine Antwort auf die Frage habe ich nicht, aber das Beispiel mit den Taxifahrern ist ja sehr interessant, weil Taxifahrer die größte geringfügig bezahlte Arbeitsgruppe in Deutschland ist. Und wenn jetzt Uber für die so attraktiv wäre und sie mit Uber so viel mehr Geld verdienen könnten, wären doch schon längst alle Taxifahrer rübergelaufen und wären jetzt Uber-Fahrer. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die haben ja eher Angst, dass sie durch Uber auch diesen letzten Arbeitsplatz auch noch verlieren und aber weniger. Nee, ganz kurz. Da muss ich ja sprechen. Und als Schlusswort finde ich einfach, dass wir in der Diskussion hier teilweise dazu auch tendieren, so eine Art Allmachtsglauben an die Macht des Algorithmus zu haben. Ich finde das wirklich ein bisschen beängstigend. Also ich meine, Taxizentralen sind auch mal revolutionär gewesen. Die wurden deswegen erfunden mit der Idee, dass jeder jederzeit dort anrufen kann, jederzeit ein Taxi bekommt zum selben Preis. Bei Uber, über dieses Phänomen haben wir noch gar nicht gesprochen, über das Price Surging, also wenn die Nachfrage am größten ist, steigen die Preise ja enorm und da kann sich nicht mehr jeder das Taxi leisten, sondern das Taxi kommt noch zu dem, von dem vielleicht angezeigt wird, dass er Mark Zuckerberg heißt und einen größeren Geldbeutel hat. Also da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das gilt, was Andreas sagt, dass solche Späße nicht mehr drin sind, wie bei der Geiselnahme in Sydney zu sagen, Fahrten aus diesem Stadtgebiet oder bei einem Schneesturm oder so, das kostet jetzt leider irgendwie 800% mehr als vor 5 Minuten. Ich glaube, da würdet ihr jetzt nicht unbedingt nochmal drauf kommen. Ganz, oder? Ganz kurz und abschließende Frage, danach bin ich auch durch. Aber nochmal, kriegst du auch nochmal den Bogen zurück, wenn ich das auf einen Wunschzettel schreiben kann, zur Frage, wie wir diese vereinzelte Nutzung ermöglichen und trotzdem als Gesellschaft und Solidargemeinschaft funktionieren? Ich glaube, das wird einfach die Praxis zeigen. In San Francisco ist ja gerade auch ein Fall anhängig vor Gericht, wo ganz viele Uber-Fahrer geklagt haben, um von dem Unternehmen als Festangestellte anerkannt zu werden. Und das Urteil ist noch nicht gesprochen, aber der Richter hat schon angedeutet, dass er eigentlich der Meinung ist, dass diese Fahrer wie Festangestellte eigentlich einzustufen sind. Ich denke, es wird immer solche Rechtsfälle geben und die Rechtsprechung ist ja immer auch Praxis und danach wird sich irgendein Regelwerk etablieren, was wir jetzt aber noch überhaupt nicht voraussagen können. Was wir in Deutschland eigentlich schon haben, Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz sage, wir haben ja Chauffeurdienste, also das ist ja nichts Neues, was Uber macht, nur die Plattform ist neu. Wir haben hier gerade ein jüngstes Urteil vom Bundessozialgericht, das sind alles, also Gelegenheitsfahrer sind alle Scheinselbstständige, die müssen alle sich vollständig neu versichern, sozusagen das Gewerbe wird bei uns schon gerade wieder völlig neu reguliert. Und da gibt es, glaube ich, kein Fehlen von gesetzlichen Angriffen, solche Arten von, ich stelle meine Arbeitskraft jetzt mal gelegentlich sozusagen in den Raum. Diesen Prosumer-Gedanken sieht das deutsche Arbeits- und Sozialrecht im Prinzip nicht vor. Und ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ich bin in der Gewerkschaft, lange in der Gewerkschaft, war lange Betriebsrat, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich so gut ist. Ja, da stimme ich auch zu. Also, ich würde jetzt langsam so die letzten Redemarken austeilen. Du wolltest noch mal, Christian, unmittelbar reagieren auf das, was Astrid zum Schluss gesagt hat. Da hinten gab es noch eine Wortmeldung und wir würden jetzt die letzte Wortmeldung noch verlosen. Wenn nach dir noch jemand möchte, der Mann neben dir. Okay, aber jetzt Christian, du und dann du. Ja, ich würde gerne einmal versuchen, auf die Frage zu antworten von vorhin. Ich glaube, dass wir das in den Griff kriegen, wenn wir Wettbewerb zwischen den Marktteilnehmern sicherstellen. Denn am Ende des Tages ist es ja im Moment so, schauen wir uns mal einfach Supermärkte an. Wir haben uns jetzt nicht organisiert, dass wir nicht mehr zu Schlecker gehen oder nur noch zu Rewe gehen, sondern dass der Wettbewerb hat sichergestellt, dass sich die Kunden am Ende für das bessere Produkt in Summe entscheiden und wo sie sich gesünder ernähren, wo die Waren fairer vielleicht ankommen etc. Also ich glaube wirklich, dass am Ende der Wettbewerb zwischen diesen Marktteilnehmern dafür sorgt, dass alle auf der Plattform am Ende
Gehör bekommen. Aber das würde ja bedeuten, dass die Geschichte des Kapitalismus eine Geschichte hin, also so hegelianisch auf ein gutes Ziel hin ist, wenn das so wäre, wie du sagst. Also das finde ich jetzt aber doch ganz schön, also da wird ganz schön viel Idealismus reingepumpt. Nein, sehe ich nicht so, weil es geht ja hier um die Plattformgedanken, wo wir einzelne Peers miteinander verbinden. Und darüber reden wir ja. Was passiert mit diesen Plattformen, wo sich diese einzelnen Gruppen verbinden? Und da ist, glaube ich, schon so, dass sich der Wettbewerb zwischen den Plattformen am Ende dahin entwickelt, dass wir da eine Lösung dafür finden, für die einzelnen Teilnehmer dieser Plattform. Kurz wollte ich noch darauf eingehen, weil wir das eben gerade gesagt hatten. Es ist schon so, dass ein Uber-Fahrer in den entwickelten Märkten mehr verdient als ein Taxifahrer. Und das sehen wir gerade so ein Beispiel wie in San Francisco. Der Markt war dort vor Uber 120 Millionen Dollar groß. Der ist im Moment, wir machen dort alleine 500 Millionen Dollar. Das heißt, wir haben den Kuchen in Summe größer gemacht. Per anno oder über welche Zeiträume sprechen? Per anno. Mhm. Und es heißt halt auch, dass man sieht auch, dass Fahrer wechseln. Also sie sehen, wo sind die Verdienstmöglichkeiten besser. Und am Ende haben wir eine Befragung gemacht. 70% der Fahrer in diesen reifen Märkten verdienen heute mehr als vorher. Also ich muss dem ganz klar widersprechen. Das zeigen die Zahlen einfach, dass es anders ist. Okay, dann haben wir noch deine Wortmeldung und die von dir. Bitte schön. Janina Gera vom Internet und Gesellschaft Collaboratory. Ich bin sehr dankbar, dass ich für eine Dienstleistung bezahlen kann, die mir eine Plattform bietet, wo ich ganz einfach meine eigenen Ressourcen irgendwie schonen kann und gesamtgesellschaftlich auch. Aber ich frage mich, welche anderen Modelle gibt es denn außerhalb der Bewertungsstruktur, dass das alles auch sicher läuft? Für mich als Anbieter von einem Auto zum Beispiel, aber auch als Nutzer. Was meinst du jetzt, dass das außerhalb sicher läuft? Außerhalb der Bewertungsstruktur, also dass man den einzelnen Nutzer dieser Plattform bewerten kann, wie er die Dienstleistung angeboten hat, wie das alles ablief. Mhm. Du wirst auch bewertet als Kunde, du bewertest den oder Fahrer als Kundin, genau, die dann irgendwie über die Community läuft wahrscheinlich und auch wahrscheinlich nur auf Freiwilligkeit beruht. Gibt es da noch andere Modelle, dass ich wirklich sicher gehen kann, ich nutze ein Auto oder irgendein anderes Produkt und weiß, damit laufe ich sicher? Also nach dem, was ich gelesen habe, bei euch nicht. Also die Bewertung ist sozusagen die klingende Münze des Vertrauens. Ja, ich würde es gerne mal irgendwie von Uber wegziehen, ansonsten haben wir eine Uber-Veranstaltung. Das ist schon fast so. Also es gibt auf vielen Plattformen viele andere Möglichkeiten, das zu tun. Zum Beispiel, indem man sich wesentlich stärker auch persönlich öffnet. Zum Beispiel auf Airbnb finde ich zum Beispiel ganz, ganz spannend, wo Facebook-Profile da sind, wo man die Telefonnummer, man weiß, dass die Telefonnummer hinterlegt ist, dass bestimmte Bankdaten hinterlegt sind. Das sind ja alles Elemente, die mir zeigen, dass dahinter eine echte Person ist, die im Zweifelsfall nachverfolgt werden kann. Die bereit ist, sich dort weiter zu öffnen. Aber vielleicht die Antwort ist vielleicht ganz einfach, wenn Sie mit einem Auto fahren. Ja, das ist ganz. Es gibt eine Straßenverkehrszulassungsordnung, es gibt eine Führerscheinpflicht, es gibt eine Versicherungspflicht. Jeder Mensch, der mit einem Fahrzeug durch die Gegend fährt, hat schon einen riesigen Regulierungsrahmen bedient. Ne? Darauf muss man vertrauen, dass das auch der Fall ist. Dass der auch einen Führerschein hat. Und ich bezahle ja für die Dienstleistung, um eben diesen Schritt nicht gehen zu müssen, das Facebook-Profil mir anzuschauen, die Telefonnummer zu prüfen oder sonst was, sondern ich will wissen, diese Person hat einen Haken oder sonst was hinterm Profil und da kann ich vertrauen. Das soll keine 3 Klicks dauern. Dafür bezahle ich. Ja gut, ich glaube, das ist dann im Grunde, wenn du jetzt auf die Linden gehst und winkst dir ein Taxi ran, dann von aus, der hat mal irgendwann einen Führerschein gemacht, das Fahrzeug ist versichert etc. pp. Ist TÜV geprüft, also ich würde sagen, das sind diese vorgelagerten Prozesse, die sind schon eingepreist. Ich würde jetzt auch diesen Strang jetzt auch rigoros einfach abwürgen und dich um einen ebenso letzten wie kurzen Wortbeitrag bitten. Auf jeden Fall kurz. Das Entwicklungsszenario, das ich vorhin gegeben habe, das war ein bisschen als Provokation gedacht. Wir wissen natürlich nicht, wie es wirklich wird. Ja? Und ich habe die allergrößte Sympathie für Thomas Dönnebrink und für den Politikberater Jeremy Rifkins, vielen sicher hier bekannt, dass wir
genau in so ein hegelianisches Szenario hineintrifft, nämlich in Collaborative Commons. Das heißt, die Leute können natürlich auch unternutzte Ressourcen selbstverwaltet organisieren. Das ist die Hoffnung von Jeremy Rifkin oder Michelle Bauwens von der Peer-to-Peer Foundation. Alles wunderbar. Schauen wir uns nur die Realität von Facebook und Google an, dann muss da sehr viel dafür getan werden. Also ich möchte nur alle dazu aufrufen, nehmt es in die Hand, dann kommt es auch nicht zu Monopoleffekten, die oft doch ein paar Nachteile haben. Okay, Plädoyer und Appell zum Schluss. Vielen Dank dafür. Vielen Dank euch fürs Kommen und ja, vielen Dank auch, dass du es dir angetan hast, Christian. Und jetzt hätte ich gerne, wenn irgend möglich, könnten wir so das Requiem oder so einspielen, also irgendwie so ein bisschen was in Moll, weil harter Break jetzt. Nutrimentum Spiritus, könnt ihr lesen, wenn ihr vom Bebelplatz auf die Kommode guckt, ist ja eigentlich geplant gewesen, hier das Gebäude als Bibliothek und als solche gebaut. Da haben wir mit dem digitalen Salon ganz gut reingepasst. Bei uns gibt es auch geistige Nahrung, tausende von Themen. Wird es auch künftig geben, nur nicht hier. Hier müssen die Juristen dann wieder ran. Der digitale Salon, der dockt in der nächsten Ausgabe an, in einem anderen Wissensspeicher, ein Steinwurf von hier entfernt. Jakob und Wilhelm Grimm Zentrum passt dann super zu Alexander von Humboldt. Zu finden in der Geschwister-Scholl-Straße 20 am 27. Mai würde ich euch empfehlen, wenn ihr zum digitalen Salon geht, darüber zu gehen, statt hierher zu kommen. Und dann sprechen wir über Social Media for the Bad. Also tschüss, Kommode. Vielen Dank euch hier und euch allen. Dann ja, auf Wiedersehen demnächst in neuen Gemächern.